Hi Mattia, ihr seid direkt ins Spiel gegangen mit 0-1. Besonders ärgerlich. Zu viele Rückstände in den letzten Spielen? Ja, kann man so sagen. Wir müssen probieren, einfach mal in Führung zu gehen und dann auch die Führung zu halten und vielleicht in der zweiten Halbzeit einen draufzusetzen. Nichtsdestotrotz, finde ich, haben wir heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir hatten sehr viel Ballbesitz, kommen nach dem 2-1 für den Gegner auch wieder sehr gut zurück durch die beiden Tore von Dimi. Und ja, ich finde, im Grunde genommen, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Klar, dass wenn man in Rückstand geraten ist, nervig. Aber ich hoffe, dass wir in Zukunft das besser hinbekommen. Das 1-2 fällt so ein bisschen aus heiterem Himmel. Mhm. Wie du schon gesagt hast, gutes Spiel. Ja. Ihr habt in der zweiten Halbzeit den Gegner gut im Griff und dann knallt es und ihr seid wieder zurück. Ja. Dimi ist im Moment gerade so ein bisschen die Geheimwaffe, kann man das so sagen? Ja, Dimi macht sehr gut, arbeitet auch sehr viel für die Mannschaft. Ich finde, wir alle arbeiten sehr gut auch gegen den Ball, kommen zu guten Chancen, müssen uns belohnen und ja, im Endeffekt sind wir unzufrieden mit dem Punkt, weil du hier 3 Punkte holen kannst heute. Jetzt geht's weiter, jetzt geht's am Freitag nach Lübeck und dann hoffen wir, dass wir 3 Punkte dort entführen können. Wie ärgerlich ist es, dass du in der Nachspielminute das 3-2 auf dem schwächeren Fuß hast, ne? Ja, ich krieg den Ball, leg ihn mir auf links und dann der Torwart macht sehr gut auch den Winkel zu, ich schieße und ja, dann ging er mal leider nicht rein. So ist das. Nichtsdestotrotz sind wir zufrieden jetzt mit dem Punkt. Ja, man kann das Spiel auch hier verlieren, trotz viel Ballbesitz, aber so ist Fußball nun mal. Danke dir. Moin, Benno Junior. In Führung gehen ist nicht mehr so richtig modern, oder? Ja, du sprichst da, glaube ich, einen ziemlichen Knackpunkt an. Wir nehmen uns immer ganz viel vor und kriegen dann immer direkt einen Nackenschlag. Ich glaube, heute war nicht mal eine Minute gespielt, dann ist uns aber die letzten Spiele auch schon passiert, aber Chapeau vor der Mannschaft, dass wir jedes Mal wieder zurückkommen. Dimi, Tore 7 und 8, glaube ich. Besser geht's im Moment nicht, oder? Ich glaube, er zeigt sein junges Gesicht oder hat sich langsam akklimatisiert. Ich weiß nicht, vielleicht ist in Griechenland das Wetter ein bisschen besser als hier, dass er da ein bisschen Zeit gebraucht hat. Auf jeden Fall freut es mich ungemein für ihn. Ich habe engen Kontakt mit ihm und ja, momentan hat er einfach das Glück auf seiner Seite, kann machen, was er will und trifft die Bude. Wie sagst du, Spiel war aus seiner Sicht gut, viel Ballbesitz oder? Ich denke, wir sind ja erstmal grundsätzlich auf einen Gegner getroffen, der eigene Ansprüche hat unter den Top 3 oder mit Lübeck sich gleich sieht, dass sie aufsteigen wollen. Und wenn wir dann das Spiel im Ganzen betrachten, dann sind wir schon am Dominieren. Wir machen halt fahrlässige Fehler, dass der Gegner in Führung geht. Erstmal das Foul vorne darf gar nicht passieren, das erste Ding. Der zweite spaziert er da halb so ein bisschen durch, müssen wir natürlich nochmal analysieren. Aber wir machen die Gegner stark durch unsere Fehler, dass sie die Tore machen. Und dann haben wir aber schon eine gute kämpferische Leistung. Ja, gut ist schon untertrieben, also ganz stark. Der Zusammenhalt der Mannschaft stimmt auf jeden Fall. Und dann dominieren wir das Spiel. Wir wollen Fußball spielen. Können aber auch sagen, okay, wir müssen jetzt hier mal schnörkellos einen langen Ball hin und dann wird um den zweiten, dritten Ball gekämpft. Also da sind wir auf jeden Fall in der Entwicklungsphase sehr, sehr weit. Die letzten, sagen wir mal, 10 Minuten, 5 Minuten regulär und die 5 Minuten Nachspielzeit war so Herzinfarkt-Modus. Die Bank stand regelrecht, ich glaube, ihr habt euch gar nicht mehr hingesetzt, oder? Ja, mir ist zwischendurch aufgefallen, dass stand ich schon vor Kiel auf dem Feld und dann musste ich wieder ein paar Meter zurückgehen. Also, oh, alles klar. Ich glaube, das macht es für mich persönlich halt auch schwer. Dann willst du am liebsten in solchen Situationen willst du auf dem Feld stehen, aber von draußen ist es anders, aber genauso geil wie auf dem Feld für den Verein da zu sein. Ein Wort noch, jetzt geht es nach Lübeck. Ich glaube, das ist so für alle das eins der tollsten Stadien in der Liga. Ein Hexenkessel auf so einem Freitagabend, Flutlicht, eigentlich so das beste Auswärtsspiel, oder? Ja, das beste Auswärtsspiel, kann man definitiv sagen. Aber wir haben heute auch gesehen, dass es auch einer der geilsten Spiele werden kann. Nicht nur vom Stadion, sondern wir fahren dahin und sagen, Jungs, wir wissen, was wir können und brauchen uns von niemandem mehr in der Liga verstecken. Okay, danke.